Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video meiner kleinen Reihe Rhythmen, die man kennen und können sollte. Heute geht es um das Thema Salsa-Musik und die dafür natürlich unbedingt notwendige sogenannte Clave. Viel Spaß! Salsa ist ja ein Überbegriff für zahlreiche Unterarten von afrokubanischer Musik, die man natürlich nicht alle in einem Video detailliert beschreiben kann. In diesem Video soll es darum gehen, die Grundlagen hierfür zu klären. Ja, und die wichtigste Grundlage für afrokubanische Musik ist natürlich die sogenannte Clave. Wenn ihr die Clave, also die Son, Rumba und eventuell auch Bossa-Clave schon sicher beherrscht, könnt ihr gerne auch in den späteren Teil des Videos springen. Ansonsten lasst uns jetzt hier zunächst damit beginnen, langsam die Clave zu betrachten. Der Begriff Clave stammt aus dem Spanischen und bedeutet Schlüssel. Unter Clave versteht man einerseits ein Musikinstrument, das im Endeffekt nur zwei Holzstäbchen sind, die man aufeinander klopft, die aber sehr typisch für afrokubanische Musik sind. Die andere Bedeutung von Clave ist die einer Rhythmusfigur, die sozusagen der Schlüssel für eine Musikrichtung ist, die sie quasi aufsperren und die ganze Zeit des Musikstücks durchläuft. Und um diese Rhythmusfigur soll es jetzt gehen. Man unterscheidet im Allgemeinen zwischen der sogenannten Son- und der Rumba-Clave. Zusätzlich gibt es noch die sogenannte Bossa Nova-Clave, die in der Salsa-Musik aber im Grunde keine Rolle spielt und lediglich in der Bossa Nova-Musik vom Schlagzeuger akzentuiert auf der Snare Drum gespielt wird. Eine Clave ist ein rhythmisches Motiv, das aus zwei Hälften besteht. Zwei Takten eben. Auf einer Seite sind drei Töne und auf der anderen Seite sind zwei Töne. Man spricht hier von entweder einer 3-2-Anordnung oder einer 2-3-Anordnung. Ihr könnt die Clave also in zwei verschiedenen Anordnungen spielen. Die wohl häufigste Clave ist die sogenannte Son-Clave. Lasst uns also zunächst mit ihr beginnen. Ich werde euch die Son-Clave zunächst einmal vorklatschen, damit ihr eine Vorstellung davon habt, wie sie klingt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das war die Son-Clave. Vielleicht ist euch ja aufgefallen, dass ich zwar vier Viertelnoten eingezählt habe, also 1, 2, 3, 4, dann aber mit meinem Fuß nur auf den Zählzeiten 1 und 3 gestampft habe. Das ist die einfachste Art, eine Clave zu lernen. Zwar in vier Viertelnoten zu denken, aber im Grunde sich in einem 2-halbe-Rhythmus zu bewegen. Das hat den großen Vorteil, dass man das Ganze auf einer Viertel- und Achtel-Ebene notieren kann und nicht in Sechzehntelsynkopen denken muss. Die Clave besteht also aus zwei je zwei halben Takten, aus Viertel- und aus Achtelnoten. Zum Erarbeiten ist es jetzt am einfachsten, wie gesagt, die vier Viertelnoten durchzustampfen. Wenn ihr dann allerdings die Clave sicher beherrscht, solltet ihr mit eurem Fuß nur noch auf den Zählzeiten 1 und 3 klopfen. Das ist sehr wichtig, denn nur so kann sich dieses synkopierte Gefühl der Clave voll entwickeln. Die Clave besteht, wie gesagt, aus zwei Teilen bzw. zwei Takten, einmal mit drei Noten und einmal mit zwei Noten. Am einfachsten ist es zunächst mit der sogenannten 3-2-Anordnung der Son-Clave zu starten, da sie auf der Zählzeit 1 beginnt. Das fällt uns erfahrungsgemäß immer am leichtesten. Ich mache es einmal ganz langsam vor und zähle, wie gesagt, jetzt zur Hilfe alle vier Viertelnoten mit. Die Clave klingt langsam dann so. 1, 2, 3, 4, 1, 2 und 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2 und 3, 4, 1, 2, 3. Die Dreierseite der Clave besteht also aus drei Schlägen. Einmal auf der 1, einmal auf der 2 und einmal auf der 4.
Die Zweierseite der Klave besteht aus zwei relativ geraden Schlägen auf der 2 und auf der 3. Ja, und für die umgekehrte Anordnung, also die 2-3-Klave, dreht man das Ganze einfach um. Man beginnt mit dem Zweiertakt und dann folgt der Dreiertakt. Dies ist ein klein wenig schwieriger, da man nicht auf 1 beginnt, sondern auf dem Schlag 2. Langsam mit 4 Viertelnoten klingt das Ganze dann wieder so. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 und 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 und 3, 4. Wie gesagt, am besten, ihr übt das Ganze zunächst langsam und klopft alle 4 Viertelschläge mit dem Fuß mit. Wenn ihr das Ganze dann sicher beherrscht, solltet ihr dazu übergehen, das Tempo zu erhöhen und nur noch auf den Zählzeiten 1 und 3 mit eurem Fuß zu klopfen. Hier noch einmal der Unterschied. Die Sonnenklave in der 3-2-Anordnung mit Viertelnoten geklopft. 1, 2 und 3, 4, 1, 2, 3. Oder in einem schnelleren Tempo nur noch auf den Zählzeiten 1 und 3 mit dem Fuß begleitet. 1, 2, 3, 4. Und ihr merkt wahrscheinlich, dass sich das Feeling der Klave durch eben diese Halbierung des Beats schon recht deutlich verändert. Dadurch wird das Ganze wesentlich lebendiger und auch synkopierter. Grundsätzlich zum Feeling dieser Klave möchte ich noch sagen, dass diese beiden Hälften, eben diese Dreier- und Zweierhälften, schon einen sehr unterschiedlichen Charakter haben. Die Zweierhälfte mit ihren geraden Schlägen auf 2 und 3 steht ja schon in einem gewissen Kontrast zu der ersten Dreierhälfte, die wesentlich synkopierter klingt. Die Klave ist also quasi ein Rhythmusmodell, das permanent mit dem Zustand von Spannung, also der synkopierten Hälfte, und Entspannung, dieser geraden Hälfte, eben auf einer rhythmischen Ebene arbeitet. Spannung. Und Entspannung. Kommen wir nun gleich zur sogenannten Rumba-Klave. Sie unterscheidet sich nur in einem einzigen Ton von der Sonnenklave. Und zwar in der Dreierhälfte der Klave wird der Ton, der in der Sonnenklave, der auf der Zählzeit 4 kommt, bei der Rumba-Klave auf der Zählzeit 4 und gespielt. Es verschiebt sich also um ein Achtel. Ganz langsam geklopft klingt das dann so. 1, 2, 3, 4, 1, 2 und 3, 4 und 1, 2, 3, 1, 2 und 3, 4 und 1, 2, 3. Die umgekehrte Anordnung, eben die 2-3-Klave der Rumba-Klave. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2 und 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 1, 2 und 3, 4 und. Hier das Ganze wieder mit den Schlägen auf 1 und 3 etwas schneller. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ihr merkt vielleicht, durch diese Verschiebung dieses einen Tones auf die Zählzeit 4 und wirkt dieser eine Ton eben fast wie ein Auftakt für die Zweierseite der Klave. Also er zieht unser Gewicht schon in Richtung der Zweierklave hinüber und macht einen recht deutlichen Unterschied zur Sonnenklave aus. Und der Vollständigkeit halber hier noch die sogenannte Bossa Nova Klave. Sie spielt in der Salsa-Musik eigentlich keine Rolle und ist lediglich in der brasilianischen Bossa Nova Musik zu hören. Zum Bossa Nova habe ich auch schon ein eigenes Tutorial gemacht, das ihr euch gerne ansehen könnt. Aber hier nun zur Vollständigkeit halber die Bossa Nova Klave, die auch wieder nur einen Tonunterschied zur Sonnenklave hat. Diesmal allerdings auf der Zweierseite des Taktes. Der zweite Schlag, der eigentlich auf der Zählzeit 3 steht, kommt jetzt bei der Zählzeit 3 und. Hier wieder langsam mit Viertelschlägen gespielt.
Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei und drei, vier. Eins, zwei, drei und vier. Eins, zwei und drei, vier. Eins, zwei, drei und vier. Natürlich kann man auch die Bossa Nova Klave wieder umgekehrt spielen, in der 2-3-Anordnung. Das klingt dann so. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 und 4, 1, 2 und 3, 4. Die Bossa Nova Klave, allerdings wie gesagt nur der Vollständigkeit halber. Lasst uns nun versuchen, die Klave auf der Gitarre zu spielen. Die Klave wird in der Salsa-Musik eigentlich nicht auf der Gitarre gespielt, sondern wenn dann von Percussion-Instrumenten. Trotzdem klingt es gut, die Klave auch als Schlagmuster für die Gitarrenbegleitung zu übertragen. Dies ist relativ einfach. Bei einer normalen Achtelbegleitung schlagen wir ja gewöhnlich immer abwechselnd runter und rauf. Also 1 und 2 und 3 und 4 und. Ihr seht jetzt also schon an der Anschlagsrichtung, wo ihr für die entsprechende Klave anschlagen müsst. Bei der Sonnenklave in der 3-2-Anordnung haben wir ja drei Schläge, einmal auf der 1, auf der 2 und auf der 4. Die Zählzeiten 1 und 4 gehen nach unten, 2 und geht nach oben. In der 2er-Hälfte haben wir dann zwei Schläge nach unten, auf den Zählzeiten 2 und 3. Das Ganze klingt dann so. 1, 2 und 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2 und 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dieser Rhythmus ist übrigens auch unter dem Namen Bo Diddley-Rhythmus bekannt und kommt in ganz vielen Popsongs vor. Schnell gespielt klingt das dann so. Und hier noch ein weiteres Beispiel, wo ich die Akkorde schon zwischen den beiden Klavenhälften wechsle. Ich verwende ganz einfach die Akkorde A-Moll, D7, G-Dur und E7. Mit der Sonnenklave in 3-2-Anordnung klingt das dann so. Probieren wir die gleiche Akkordfolge einmal mit der Rumba-Klave, wo ja der eine Schlag, der normalerweise auf der Zählzeit 4 steht, auf der Zählzeit 4 und gespielt wird. Das klingt dann so. Vielleicht geht es euch ja auch so wie mir. Dieser letzte Schlag auf der 4 und schreit förmlich danach, den Akkord schon vorgezogen zu wechseln. Also bei der 4 und schon den Akkord zu wechseln. Hören wir uns das mal an. Die Rumba-Klave in 3-2-Anordnung mit vorgezogenen Akkordwechseln. Noch häufiger als die Sonnenklave, also den Bo Diddley-Rhythmus, hört man übrigens den sogenannten Tresillo-Rhythmus. Der Tresillo-Rhythmus ist nichts anderes als die Dreierseite der Sonnenklave. Dieser Rhythmus ist gefühlt in jedem zweiten Popsong zu hören und ich habe darüber schon ein eigenes Tutorial gemacht. Der Tresillo-Rhythmus klingt dann zum Beispiel so. Wie gesagt, nur die Dreierseite der Sonnenklave. Nun lasst uns aber weitermachen mit der eigentlichen Gitarrenbegleitung in der Salsa-Musik, wo die Gitarre nicht den Klave-Rhythmus spielt, sondern den Klave-Rhythmus umspielt und ergänzt. Und das ist natürlich schon was anderes. Meist spielt die Gitarre in der Salsa-Musik sogenannte Montunos oder Vajeos, die normalerweise auch vom Piano gespielt werden. Interessanterweise wurden diese
war Heus zunächst auf der Tres gespielt. Das ist ein gitarrenähnliches Instrument, das typisch für kubanische Musik ist. Die Pianospieler übernahmen dann diese Vajeos und übertrugen sie eben auf ihr Instrument, auf das Klavier, wo man das Ganze unter dem Begriff Montunus kennt. Was sind jetzt aber solche Montunus? Montunus sind sehr prägnante rhythmische bzw. melodische Figuren, die sich die ganze Zeit wiederholen und die Klave quasi umspielen. Sie verwenden hierfür Tonmaterial, das meist sehr dicht an den Harmonien dran ist und einen Rhythmus, der sehr stark synkopiert ist. Es gibt natürlich zahlreiche verschiedene Möglichkeiten, solche Montunus zu spielen. Sinnvoll ist es allerdings, mit einem ganz einfachen rhythmischen Grundmuster zu beginnen, das dann immer wieder auftaucht und das dann auch variiert werden kann. Montunus leben davon, dass sie beinahe nur aus Synkopen bestehen. Lediglich der erste Schlag wird auf dem Beat gespielt. Hier ein ganz einfaches rhythmisches Grundmuster, mit dem ihr dann Montunus entwickeln könnt. Ich klopfe es wieder vor, zunächst mit allen vier Vierteln durchgeklopft. Ihr kennt das ja schon von der Klave. 1, 2, 3, 4. 1, 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Nun wieder mit dem Fuß nur auf den Zählzeiten 1 und 3. 1, 2, 3, 4. Und ihr merkt, sofort kommen diese ganzen Synkopen zum Vorschein und lediglich der Schlag auf der 1 ist auf dem Beat. Diese rhythmische Figur eignet sich jetzt hervorragend, um gemeinsam mit der Sonklave in der 2-3-Anordnung gespielt zu werden. Bei der 2-3-Anordnung haben wir von Klavenseite aus eine Lücke auf der Zählzeit 1, die wir dann quasi mit dem Montuno füllen, der ja auf der Zählzeit 1 seinen einzigen Schlag auf dem Beat spielt. Nun solltet ihr diesen Rhythmus auch wieder auf die Gitarre übertragen. Das geht zunächst natürlich wieder am einfachsten, wenn ihr konsequent rauf und runter anschlagt und dann bei den Offbeats bzw. Synkopen einfach nur Schläge nach oben macht. Das klingt dann so. 1, 2, 3, 4, 1, 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Wieder mit Fußbegleitung nur auf 1 und 3. Und wenn das gut sitzt, könnt ihr diesen Rhythmus auf jede melodische Situation übertragen. Hier zum Beispiel nur mit einem C-Dur. Arpeggio. Nun aber ein paar konkrete Beispiele, anhand derer ihr dann eigene Ideen entwickeln könnt. Das erste Beispiel arbeitet mit einem sogenannten Line-Klischee. Line-Klischees sind auf- oder absteigende Linien innerhalb eines Akkordes. Ich habe zu diesem Thema bereits ein ausführliches Tutorial gemacht und werde es von daher hier nicht näher erläutern. Hört euch zunächst das Beispiel an, schnell gespielt, zusätzlich mit der Klave in sogenannter 2-3-Anordnung. Okay, und hier nochmal das Ganze langsam. Wir haben eine Akkordfolge bestehend aus den Akkorden A-Moll und G-Dur. In beiden Akkorden spiele ich ein sogenanntes Line-Klischee. Das heißt, der Basston des Akkordes fällt schrittweise ab. Ich habe zunächst einen A-Moll-Akkord in Grundstellung.
dann mit dem Gis im Bass, mit dem G im Bass und mit dem Fis im Bass. Das gleiche Prinzip dann auf dem G-Akkord. Wir beginnen in Grundstellung, haben dann das Fis im Bass und das E im Bass und gehen dann wieder nach oben. Auf dieses Akkordzerlegungsprinzip stülpen wir jetzt quasi unseren Montuno-Rhythmus. Und dann klingt das Ganze natürlich so. Das zweite Beispiel spielt jetzt direkte Akkordarpeggios wieder über die 2-3-Klave. Schnell gespielt in Kombination mit der Klave klingt es so. Hier noch einmal das Ganze in langsam. Wir haben zwei Akkorde, einen A7-Akkord in der Anordnung Cis, E und G. Sowie einen D-Moll-Akkord in der Grundstellung D, F und A. Die Kenntnis von sogenannten Dreiklangs-Voicings ist im Übrigen sehr wichtig, wenn ihr euch mit Salsa-Musik beschäftigen wollt. Ich habe hierfür auch schon ein entsprechendes Tutorial gemacht. In dem Beispiel wurden nun lediglich diese Akkord-Voicings gespielt und wieder der Montuno-Rhythmus quasi übergestülpt. Und das Ganze klingt dann eben so. Im nächsten Beispiel verwenden wir wieder unsere Akkordfolge A-Moll und G, bauen aber als charakteristischen Zusatzton eine Sechste in den Bass ein. Schnell gespielt, wieder in Kombination mit der Klave, klingt das dann so. Und hier wieder in langsam. Wir haben unseren A-Moll-Akkord, genauso wie vorher schon. Spielen jetzt als Basslinie ein E und ein Fis dazu. Das gleiche über den G-Akkord. Die Grundstellung mit dem D, der Quinte im Bass und der Sechste, dem E. Und das Ganze dann eben wieder in dem Montuno-Rhythmus. Nun können wir unser Montuno-Rhythmus-Basic-Pattern natürlich auch ein klein wenig variieren, indem wir zum Beispiel eine Note mehr hinzufügen. Das könnte dann zum Beispiel so klingen. Ich klopfe zunächst wieder alle 4 Viertelschläge durch. 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. Und 2 und 3 und 4 und. Ich habe also ein zusätzliches Achtel auf der Zählzeit 1 und eingebaut. Mit den Schlägen lediglich auf 1 und 3 auf dem Fuß klingt das dann so. 1, 2, 3, 4. Diese zusätzliche Note bietet sich natürlich hervorragend dafür an, den ersten Akkord sozusagen als Arpeggio aufzublättern. Unser erstes Beispiel verwendet wieder unsere Akkordfolge A-Moll-G in dem Line-Klischee, das wir bereits gehört haben. Allerdings wird der Akkord am Anfang zunächst arpeggiert, also aufgeblättert. Schnell gespielt mit der Sonnklave auf 2-3 dazu klingt das dann so. Thank you.
Und hier wieder langsam. Wir haben, genauso wie vorher, unseren Akkord mit Laienklischee. Nur, dass wir jetzt am Anfang dieses zusätzliche Achtel einbauen und den Akkord arpeggieren. Und das klingt dann so. Das gleiche Spielchen mit dem G-Akkord. Und hier noch als letztes Beispiel eine ganz simple Akkordfolge bestehend aus den Akkorden C, F, G, F. Hier wieder schnell gespielt in Kombination mit unserer Sonnenklave in 2-3-Anordnung. Und hier das Ganze noch einmal in langsam. Wir beginnen mit dem C-Dur-Akkord in dieser Anordnung. G, C, E. Wie gesagt, Dreiklangs-Voicings sollten euch vertraut sein. Es folgt der F-Dur-Akkord in der ersten Umkehrung A, C und F. Und der wird dann einfach um 2 Bünde verschoben, sodass wir einen G-Dur-Akkord erhalten. Ebenfalls in der ersten Umkehrung H, D und G. Und dann geht es wieder zurück zum F-Dur-Akkord. Hier haben wir jetzt zusätzlich noch den schönen Effekt, dass die Akkorde immer vorgezogen auf den Zählzeiten 2 und 4 und wechselnd, was dem Ganze einen enormen Vorwärtsdrive verleiht. Okay, das soll jetzt aber zunächst mal reichen an praktischen Beispielen für Salsa Montunos. Lasst uns die Ergebnisse noch einmal kurz zusammenfassen. Der Salsa Montuno soll die Klave umspielen bzw. ergänzen. Von daher ist es sehr wichtig, dass ihr euch zunächst einmal klar macht, welche Form der Klave vorliegt. Also entweder eine 3-2-Anordnung oder eine 2-3-Anordnung. Dann platzieren wir den Montuno-Rhythmus, der ja nur auf der ersten Zählzeit nicht synkopiert ist, auf der Zweierseite der Klave, die genau an dieser Stelle eine Lücke hat. Als Tonmaterial verwenden wir zumeist Akkordtöne, die wir dann mit charakteristischen Tönen wie Septimen, Nonen oder Sechsten ergänzen können. Bei Akkordwechseln solltet ihr unbedingt darauf achten, dass ihr eine möglichst enge Stimmführung wählt. Hier ein kleines Beispiel. Wenn ich vom C-Dur-Akkord zum F-Dur-Akkord wechseln möchte, klingt es nicht gut, wenn ich den Griff einfach raufschiebe, bis der F-Dur-Akkord kommt. Sondern ich versuche, gleiche Töne liegen zu lassen. In diesem Fall wäre das der Ton C hier auf dem Mittelfinger. Das führt dann dazu, dass der F-Dur-Akkord so aussieht. Den G-Dur könnte ich dann entweder in dieser Anordnung oder in dieser Anordnung spielen. Ganz vereinfacht gesagt, solltet ihr also immer den kürzestmöglichen Weg zum nächsten Akkord wählen. Das wird in der Regel dann immer gut klingen. Und das war's auch schon mit meiner kleinen Einführung zum Thema Salsa und der Klave. Wie immer, wenn ihr euch mit einer für euch noch relativ unbekannten Musik beschäftigt, ist natürlich zunächst mal der wichtigste Schritt einfach nur, die Musik zu hören. Man kann nur Musik gut spielen, die man auch gerne und viel hört. Alles andere ist nur ein theoretischer Ansatz, der nicht wirklich funktioniert. Also hört euch zuerst mal durch Salsa-Playlists durch und lernt diesen Sound kennen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über eure Likes und ganz besonders, wenn ihr meinen Kanal abonniert.
Bis zum nächsten Mal.